Hey Leute und ein herzliches Willkommen einer weiteren chilligen Aufnahme No Man's Sky. Ich freue mich, dass du zuschaust. Huch, und ja, ich habe doch vor, hier eine Base zu bauen, weil ich kann ja jetzt hier keinen Teleporter bauen, ne? Ich muss erst einen Basiscomputer bauen, da brauche ich chromatisches Metall für und dafür brauchen wir Kupfer. Unterirdische organische Struktur? Ah ne, das ist nicht... Das ist nicht dieses, schon gut. Obwohl wir noch nie eine unterirdische organische Struktur ausgegraben haben, gucke ich trotzdem mal, was das damit denn auf sich hat. Okay. Sich windende Tentakel. Aha. Genau, wir sind nämlich auf einem paradiesischen Planeten, Leute. Und wegen Paraffinum. Au. Und ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass wir hier eine Base haben. Paraffinum. Hier gibt es auf jeden Fall auch viel, richtig viel Shit zu entdecken. Aber wir müssen echt. Wir müssen immer. Ich weiß nicht, wie ihr No Man's Sky spielt, weil. Ihr seht ja, was es hier alles zu entdecken gibt und so. War da irgendwas rot? Nee. Ob ihr euch ein Ziel macht und das dann verfolgt oder ob ihr wirklich alles mitnimmt hier, weil dann kommt man ja nie, da macht man ja nie einen Punkt, wenn man hier alles mitnehmen will. Und, wie soll ich das erklären? Hier gibt es sehr viele Pflanzen auf dem Paradiesischen. Und ich mache ja auch. Ist das Kupfer? Das ist auch Paraffinium. Unterirdische organische Struktur. Paraffinium. Paraffinium. Kupfer. Und ich mache ja noch dazu belastenderweise in diesem Kontext noch YouTube-Videos. Ja, man will ja das doch irgendwie anschaulich machen. Natürlich, mir geht es nicht darum, ja hart zu cutten und dass jede Sekunde mega Action geladen ist. Für mich ist es ja wirklich mein Ziel, dass ihr entspannen könnt. Ja? Das dient hier zur Entspannung, dass man zum Beispiel nach der Arbeit oder beim Abendbrotessen da so die 20 Minuten sein Projekt, was man auf was euch gefällt auf diesem Kanal, das sind jetzt mittlerweile 3. Dass ihr da einfach ein bisschen abschalten könnt, ein bisschen irgendein Dude über das Spiel sich monologisieren hört und auch über vielleicht ein bisschen über Frieden und Antifaschismus und genau. Mehr will ich ja eigentlich gar nicht, ja. Ich will so ein mega Safe Place machen hier auf diesem Kanal für alle, die Gaming toll finden, für alle, die Entspannung toll finden. Genau. Also es geht nicht darum, hier der beste No Man's Sky Spieler zu werden oder sonst wie und das hier alles so mega, mega, mega effektiv zu machen oder sonst wie. Was jetzt nicht bedeutet, dass ihr mir keine Tipps schreiben sollt. Ich finde das bisher sehr gut, dass ihr mich immer aufklärt über die ganzen Dinge, wie die so funktionieren. Das finde ich supi. Also in dem Spiel. Und aber genau das soll ja beinhaltet ja so ein Safe Place, ja, dass wir uns dann halt auch über sowas hier unterhalten und so. Ich finde das schon, finde ich okay, oder? Warum sage ich das jetzt? Weil, keine Ahnung. So. Ganz klein machen. Der Tipp war apropos richtig huge. Dauert für uns zwar länger, aber kein Problem, oder? Oh, die Kupfervorkommen, die sehen aus wie Gold. Das gefällt mir so. Ich bin ja so eine Elster, ne? Ich trage auch im Real Life sehr viel Schmuck. Also ich habe jetzt mal nachgemessen, es sind so um die 60 Kilo Edelmetall, was ich an meinen Körper trage.
Dann würden jetzt manche sagen, jeder so wie er mag, aber ich lehne das ab. Also so krass viel Schmuck und krass viel Markenklamotten und so, lehne ich tatsächlich ganz schön doll ab. Ich glaube, wenn unsere Gesellschaft aufhören würde, Marken zu glorifizieren, ich glaube, dann wären wir ein großes Stück weiter. In vielen anderen Punkten auch. Okay. Ja, aber das stimmt. Wir verbrauchen viel mehr Ladung, wir verbrauchen viel mehr Zeit und werden damit belohnt, dass wir hier viel mehr rausbekommen. Ist schon... Kann man schon so machen, oder? Alle groß und klein, tralala, lad ich zu mir ein. Ich hab ein Haus. Ein Äffchen und ein Pferd. Ich hab gerade einen Schluck Kaffee getrunken. Da muss irgendwas drin sein. Kennt ihr eigentlich Wayasa-Tee? Also es wird Guayasa geschrieben. Das ist ein Busch im Amazonas. Das ist die koffeinhaltigste Pflanze der Welt. Und das gibt es auch mit Kaffeepulver gemischt. Also ich habe noch 3 so eine Beutel da. Also wenn man das trinkt und dann die Wirkung für sich rekapituliert, kommt man darauf, dass das vielleicht illegal sein sollte. Also man ist schon ein bisschen drauf danach. Aber es ist nachweislich Koffein, also keine illegale Substanz. Aber ich glaube in der organischen Form, wie Koffein am besten knallt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also wenn man da eine Kanne, auf eine Kanne kommen da 2 Teelöffel. Und wenn du da eine Kanne ausgetrunken hast, dann kannst du aber zu deiner Zu-Bett-Geh-Zeit Adieu sagen. So. Was ist das da? Es dauert wirklich viel länger. Hättest du mir mal diesen Tipp nie gegeben? Du, derjenige, der mir diesen Tipp gegeben hat. Ich glaube, einer, der hier fast immer kommentiert, ist der... Oh, ich will... Ronald oder Roland? Ist das der Roland? Und ich kannte mal von meinem alten Kanal auch einen Roland, der kommentiert hat. Bist du das? Oder bist du ein Neuer? Macht man eigentlich nicht, ne? Also das große 1x1, des Let's Plays, auch des Streams, geh deinen Zuschauern nicht auf den Sack. Sprich sie nicht direkt an. Stelle keine direkten Fragen. Das würde implizieren, dass du willst, dass der wieder kommentiert, nur für den Algorithmus. Ja, dann stehe ich doof da, wa? Da kann ich dann 1000 Mal sagen, nee, mich interessiert's wirklich. Aber heutzutage... ist schwierig. Also falls ihr da draußen noch nie, falls ihr vorhabt, mal einen YouTube-Kanal zu machen, sprecht nicht direkt AbonnentInnen an und geht ihnen nicht auf den Sack, weil man könnte denken, dass ihr nur wollt, dass mehr Traffic unter eurem Video ist. Dass ihr die Zwischenmenschlichkeit ausnutzt.
Hallo? Wenn ich den Piloten jetzt umbringe, gehört das Schiff denn mir? Ach, guck mal hier. Piloten zum Handeln lokalisieren. Wo ist er denn hin? Okay. Und das? Das mag ich an solchen Spielen wie No Man's Sky. Dass einfach random Shit passiert. Ja, mach's gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Vielleicht war er busy. Vielleicht wollte er sich mit mir unterhalten. Vielleicht mochte er mich sogar. Vielleicht fand er meine Duftnote gut. Viel mehr hätte er jetzt nicht wahrnehmen können. Vielleicht mochte er auch die Art und Weise, wie ich Kupfer abbaue. Oder mein cooles neues Multiwerkzeug, was wir uns zusammengespart haben. Man weiß es ja nicht. Er hat sich ja nicht mit uns unterhalten. Es wäre sehr depressiv zu denken, dass er uns einfach nicht mag, weil wir so sind, wie wir sind. Davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Ich denke mal, das ist ein guter Plan, oder? Entspannung! Naja, also ich hab auch eine richtige Klatsche, ja. Wenn ihr euch fragt, warum ich so bin, das ist halt morgens ein ordentlicher Schuss ins Müsli und der wird zwar geklaut von Johann König. Ne, ich glaub, ich war schon immer crazy so ein bisschen. Also ich war schon immer ein bisschen anders als die anderen Kinder. Was ich aber immer verteidigt habe und nie schlimm fand. Wenn, dann fanden halt andere schlimm. So eine Spießer, die so zum Lachen ins Ausland fahren. So eine Leute, meine ich. Die finden mich schlimm. Und nervig. Ja, ich bin nervig. Ich bin auch nervig. Obwohl unter meinen YouTube-Videos viele schreiben, wie entspannend das ist. Tja, vielleicht bin ich ja gar nicht so nervig. Hallo. Wollen wir zum Raumschiff gehen? Wir haben 32 Souls auf einer extremen Welt überlebt. Es kommt der Todesmutige. Was passiert hier? Was ist denn das da oben? Ah, Impulsbohnen. Ich finde apropos das Wort so geil. So, wie viel Kupfer gab das jetzt eigentlich? Das wollte ich gucken. Das hat mich mal interessiert. Oh, es ist wirklich viel mehr. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Ein Ionenakku. Alles gut besucht hier, wa? Der Planet? Bisschen Kohlenstoff noch farmen, oder? Davon haben wir irgendwie immer so wenig.
zwei nebeneinander. Ich glaube, es hackt. Och, ist das schön. Das ist wirklich ein schöner Planet. Das muss ich jetzt mal in aller Ernsthaftigkeit sagen, dass es wirklich ein schöner Planet ist. Nicht so wie, wie unser Zuhause, wa? Also, vielleicht machen wir das zu unserem Zuhause. Was meint ihr? Magnetisiertes Ferrit. Können wir eigentlich auch mitnehmen, oder? Wir sind doch gerade so schön dabei. Guck mal, wie so ein Zahnarzt hier so rundrum. Erstmal freilegen, den Karies. Heute bin ich, heute habe ich einen Drive, wa? Ich weiß nicht warum, ich habe wirklich, ich bin clean, ich habe nichts genommen. Ah, heute, in meinem Kopf ist so ein kleiner Drive-In heute, ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich einfach nur gute Laune. Wie Stromberg, kennt ihr Stromberg? Ach, ich bin fast ein bisschen glücklich. Als er für 2 Sekunden befördert war und dann wieder Scheiße gebaut hat. Ja, ja. Aber Stromberg ist wirklich, das zeigt wirklich die Probleme in unserer Arbeitswelt wirklich sehr gut auf. Und ich finde es viel besser als, also es ist ja eigentlich ein Abklatsch von Das Büro, eine englische, ich glaube, es ist eine englische Produktion. Und trotzdem hat es Stromberg besser gemacht. Auch die Charaktere waren viel deeper. Und ich fand auch, kennt ihr den Breaking Bad Abklatsch, den deutschen? Ich glaube, der heißt Morgen höre ich auf. Also der Titel ist schon mal ein bisschen, naja, wack. Aber der heißt Morgen höre ich auf und der, das ist mit Bastian Pastewka, den ihr wahrscheinlich hoffentlich alle kennt. Und der hat halt kein Meth gekocht, sondern, also war auch so ein Familienvater mit Geldproblemen und so. Der hat angefangen, Geld zu drucken. Also Schwarzgeld oder Blüten. Nicht Schwarzgeld, sondern Blüten. Falschgeld, genau, so. Da gab es aber nur eine Staffel von, weil fanden alle doof irgendwie. Ich fand's cool. Ich hab's mit meiner Frau geguckt, wir fanden's cool. Also ich hätte mir die anderen Staffeln, wenn es da noch 15 von gegeben hätte, auch angeguckt. Aber naja, so ist das. Ah, ist das nicht spannend? Obwohl ich sagen muss, man darf es auch nicht vielleicht direkt mit Breaking Bad vergleichen. Weil Breaking Bad ist schon hart gut, ne? Aber das war auch gut, auch schauspielerisch war es gut. Kann man nicht sagen. Aber naja, das fanden auch irgendwie alle die neuen Star Wars Filme kacke. Ich glaube, weil das auch immer so verglichen wird. Also ich fand's nicht kacke. Ich fand die sogar ziemlich cool. Aber okay. Was weiß ich schon.
Oh, wir sind ein Wandersmann. Schon mal, schon 8 so eine Sternchen. Also es war der beste und der schlimmste Tipp gleichzeitig. Den Menü, den Terror Manipulator auf klein zu stellen. Don't get me wrong, aber... Ich find's cool, dass wir viel mehr rausbekommen, aber ich überleg noch, ob das so zeittechnisch wirklich worth ist. Aber ich denke schon. Vielleicht kann man in dem Zuge noch Upgrades finden, I don't know. Okay. Na gut. Dann werden wir uns jetzt mal hier eine Base bauen. Und dann können wir porten. Und hier kann man bestimmt auch agrartechnisch mehr machen, oder? Oh. Und man könnte auch die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr kleinen Mäuse.